weg vom Sport ist Mord hin zum Sport ist die lebensverlängerndste Maßnahme, die es gibt und bringt am meisten für deine Performance, für besseren Schlaf und so weiter und so fort. Und das Coole ist jetzt, normalerweise oder vor 5 Jahren hat jeder immer was anderes gesagt, aber mittlerweile gibt es einen Konsens und jeder sagt das Gleiche, dass es halt so ist, dass Krafttraining der gesündeste Sport ist, den du machen kannst. Und das ist halt mega. Und davon ausgehend haben sozusagen alle das gleiche Ziel, mehr Performance, länger leben und so kommen die halt eigentlich zu mir. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute einen ganz besonderen Gast. Johannes Walter ist heute am Start und wir werden heute über das Thema High Performance als Gründer sprechen. Johannes, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, es ist mir eine große Ehre. Cool. Ja, danke. Ich mache die Einleitung, genau, um ein bisschen Ja. Kontext zu geben. Na, Ann-Christine hat dich eingeladen zu einer Kundenveranstaltung bei uns in Hamburg und so ein ganz anderes Thema. Na, ansonsten waren 2 Tage gefüllt mit Marketing und mit Vertrieb und neueste, was weiß ich, Rekrutierungsstrategie. Und AC meinte, wir brauchen da noch irgendwas, was außerhalb von den Standardthemen ist. Wir brauchen da einen absoluten Profi, was mal so High Performance, Sport und Ernährung angeht. Und da meinte sie, da gibt es nur einen Namen in Hamburg, das ist Johannes. Na? Und cool, dass du auch zugesagt hast. Und umso mehr freue ich mich heute mal über dieses Thema mit dir zu sprechen. Wo fangen wir am besten an? Vielleicht gebe ich ein bisschen Einleitung, dass ich vor circa einem Jahr, glaube ich, so meinen Tiefpunkt bzw. Höhepunkt auf der Waage erreicht habe. Ich glaube, ich war irgendwo kurz vor 100 Kilo bei 1,86 Meter. Und da war ich so, okay, wenn ich jetzt weiter mich so ernähre und so Sport mache, wie ich bisher gemacht habe, dann bin ich in 5 Jahren richtig dick, ne? Und das sind so die Alarmglocken bei mir angegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwie radikal was anders machen. Dann angefangen, mich im Fitnessstudio irgendwie loszulegen. Und habe dann aber irgendwann relativ schnell realisiert, wie wichtig die Ernährung eigentlich ist, wenn man gerade abnehmen will, ne? Also in meinem Kopf war immer Sport so das Nonplusultra, bis ich irgendwann realisiert habe, okay, Ernährung ist auch ein Schlüssel. Und seitdem super viel umgestellt. Ich glaube, über 10 Kilo mittlerweile verloren. Und unternehmerisch hat sich das auch krass ausgewirkt. Und da würde ich gerne heute mal einsteigen mit dir und diskutieren, wie du das aus deiner Brille vielleicht auch siehst und vielleicht auch aus deiner Erfahrung, aus dem, was du tagtäglich tust, was vielleicht so die gängigen Fehler sind. Aber lass uns mal gerne anfangen, was du beruflich heute machst oder was auch dein Unternehmen macht. Und dann lass uns da mal ein bisschen weiterentwickeln, die weiteren Themen. Also beruflich mache ich jetzt, glaube ich, seit 14 Jahren bin ich Personal Trainer oder Coach und habe mich spezialisiert auf Führungskräfte tatsächlich, weil die am meisten Konzept brauchen und am meisten gerne auch Verantwortung abgeben würden, gerade wenn es darum geht. Ja, ist ja klar, also die holen sich ja für alles einen Fachmann letzten Endes, oder wenn du ein Generalist bist, holst du dir für alles einen Fachmann. Kannst alles ein bisschen, aber nicht hundertprozentig. Und das ist ja aber auch genau das, was ich dann zum Generalisten mache. Und da gibst du halt einfach Verantwortung ab, um schneller, besser ans Ziel zu kommen. Und genau das habe ich sozusagen gemacht. Und daraus habe ich letzten Endes dann auch ein Konzept geschnürt. Und das ist der Soar Health Club. Und das hier in Hamburg. Und ist quasi eigentlich, wir sehen uns ein bisschen wie Berater für den Körper. Und schauen uns dich halt an, machen eine Analyse mit allem drum und dran. Also das heißt, während des Ganzen, ja, es gibt ja noch mehr Ziele als abnehmen oder zunehmen, zum Beispiel besserer Schlaf oder einfach mehr Performance bei der Arbeit zu erreichen. Und genau das machen wir. Das heißt, wir gucken dich an, wir gucken dein Lifestyle an und analysieren das ganz genau. Natürlich gucken wir auch dein Körperfett an und deine Muskulatur. Und darauf basierend schnüren wir dir dein Programm und begleiten dich dabei. Und das halt im cleveren 1 zu 10 Konzept. Das heißt, wir haben immer einen Personal Trainer, der dann auf 10 Leute sich spezialisiert, die jetzt nicht zusammen trainieren, Okay. aber quasi immer, ne, immer iterierend rumgeht und unterstützt und hilft und Fehler korrigiert und so dich schneller ans Ziel bringt. Genau. Also wirklich, ich glaube auch, als du das in Hamburg das Konzept vorgestellt hast, ne, da hättest du gefühlt irgendwie Zettel auslegen können und ich glaube, die Hälfte des Raumes hätte unterschrieben, ne? Weil es, glaube ich, das ist, wonach viele Leute suchen. Ich selbst hatte, glaube ich, 2, 3 Personal Trainer in Hamburg und ich hatte immer das Gefühl, dass irgendwas in deren Konzept immer gefehlt hat. Die einen waren sehr sportfokussiert und haben dann irgendwie so alles aus mir rausgepeitscht, was Leistung angeht, aber waren dann total offen bei der Ernährung, also eher blank, ne? Und andere waren sehr irgendwie ernährungslastig, aber haben das Gefühl irgendwie gar nicht sportlich was aus mir rausgekitzelt bekommen. Und ich war immer so ein bisschen enttäuscht. Und als du das auch erzählt hast, dass ihr euch so beides anguckt, war so, ah, da ist jemand, der ja das so vollumfänglich irgendwie sich anguckt. Was ist das? Was ist so ein, hast du so einen Durchschnittskunden irgendwie, der bei euch reinkommt? Ist es wirklich, dass die schon irgendwie was machen? Oder ist es wirklich jemand, der dann vielleicht wie in meiner Situation sagt, oh Mann, ich habe das ein paar Jahre schleifen lassen und muss Jetzt mal muss was wieder irgendwie passieren. ran? Ja.
Ist das Ja, wir haben so? tatsächlich den Jetzt muss was passieren Kunden oft. Ja. Und das ist sozusagen eigentlich genau so der klassische Kunde, der das genau sagt. Und ich finde, es ist auch, also wenn man ein bisschen einen Schritt zurück macht, es ist eigentlich so ein Paradigmenwechsel hier in Deutschland passiert. Weg vom Sport ist Mord hin zum Sport ist die lebensverlängerndste Maßnahme, die es gibt und bringt am meisten für deine Performance, für besseren Schlaf und so weiter und so fort. Und das Coole ist jetzt, normalerweise oder vor 5 Jahren hat jeder immer was anderes gesagt, aber mittlerweile gibt es einen Konsens und jeder sagt das Gleiche, dass es halt so ist, dass Krafttraining der gesündeste Sport ist, den du machen kannst. Und das ist halt mega. Und davon ausgehend haben sozusagen alle das gleiche Ziel, mehr Performance, länger leben und so kommen die halt eigentlich zu mir. Und ich finde es auch ganz interessant, dass man immer sagt, ja, der Muskel baut ab im Alter oder man wird schwächer im Alter und so weiter und so fort. Tatsächlich habe ich mittlerweile herausgefunden, dass das tatsächlich Lifestyle geschuldet ist. Das heißt, na klar, als Jugendlicher bewegst du dich deutlich mehr. Als Berufsanfänger musst du viel mehr machen und hast weniger Geld, um beispielsweise essen zu gehen. Und wenn wir wissen, dass beispielsweise, wenn wir essen gehen, eine Mahlzeit zwischen 500 und 900 Kalorien mehr hat, als wenn man sie selber zu Hause kochen würde, dann ist das ja Krass. klar und krass natürlich auch, dass man schnell zunimmt. So wie du es selber gesagt hast, so, man nimmt automatisch immer mehr zu. Und wenn man jetzt keinen Break macht oder das Essen besser versteht, dann wird man immer dicker. Und man kann nichts dagegen tun, weil unser Lifestyle erlaubt es uns natürlich, öfter essen zu gehen. Wir haben öfter Geschäftsmeetings, wo wir halt essen gehen, wo wir dann noch ein Glas Wein dazu trinken und so weiter, was wiederum den Schlaf beeinflusst, negativ. Und noch ein Espresso am Abend sozusagen auf sich reinkippen und so weiter und so fort. Plus dann noch die zusätzlichen Kalorien, die mehr dazu kommen, als würde man sie selber quasi kochen. Das Ganze ist ein mieser Cocktail, der letzten Endes einfach dafür sorgt, dass man ja schlechter performt, schneller altert und vor allem auch dicker wird. Ja. Das muss ich auch sagen, dass halt wirklich das auch so die Realisierung war, wenn ich so jetzt weiter esse, wie ich gegessen habe, wird es halt wirklich unweigerlich darauf hinauslaufen, dass ich halt immer dicker werde und man ja auch immer schon weniger gegessen hat, ne? Also es war ja wirklich so, dass ich dann einfach über die Menge versucht habe, es zu regulieren, aber auch das irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat. Und das wäre auch nochmal spannend, wie sieht denn für dich sozusagen, und das hast du auch damals in Hamburg cool erklärt, für dich die perfekte Ernährung aus, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch gar nicht so einfach ist. Also rational, glaube ich, haben viele Leute das verstanden, was du gleich erzählen wirst, aber dann wirklich so Verhalten zu ändern, ne? Bei den Menschen ist, glaube ich, das Schwierige. Was macht man bei Geschäftsessen? Was macht man, wenn man plötzlich wieder bei der Familie eingeladen ist und dicke Torte und so bekommt, ne? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen, wie du Ja, die Leute klar. versuchst, in der Ernährung hinzubekommen? Also vor 10 Jahren waren wir bei der Ernährungspyramide, ja, wo Ja. ganz groß das Brot stand, dass man viel Brot Wo essen steht denn das soll. Brot da eigentlich? Ganz groß. Also du sollst Echt? ganz viel Brot essen. Ja, klar, ganz viel Brot. Crazy Ganz, shit. ganz wenig Proteine. Wenn's, also eigentlich am besten gleichgestellt mit Süßigkeiten, weil die sollte man auch nicht viel essen. Alkohol steht, glaube ich, sogar noch einen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, Alkohol steht auch in der Ernährungspyramide und da muss man halt ganz klar jetzt erstmal das Mindset schaffen. Okay, Alkohol, egal in welcher Form, egal wie viel, ist niemals gesund. Und dann schaut man sich am Anfang immer die Kaloriendichte an. Das heißt, wie viele Kalorien hat denn was eigentlich? Und da fällt ganz schnell auf, dass halt Brot sehr viele Kalorien hat, verarbeitetes Essen oftmals auch sehr viele Kalorien hat. Und wenn man sich jetzt sozusagen über einem schreibt, ich nehme jetzt sozusagen meinen Kunde, der möchte jetzt erstmal abnehmen, möchte Fett verlieren, dass Calories in, Calories out das einzige Gesetz ist, was zählt. Das heißt, nehme ich mehr Kalorien zu mir, als ich verbrauche, nehme ich zu und verbrenne ich mehr Kalorien, als ich zu mir nehme, nehme ich ab. Das steht über allem. Egal, welche Diät du machst, ob du Keto machst, ob du vegan bist, ob du Low Fat, High Carb und so weiter und so fort machst, das steht über allem. Das muss man sich klar machen. Und dass mein Schnitzel, was ich am Morgen esse, genauso viel Kalorien hat wie am Abend. Das ist auch wichtig. Gut. Und dann schauen wir uns die Kaloriendichte an. Und wenn man sich darauf fokussiert, Essen zu wählen, was eine niedrige Kaloriendichte hat, aber sehr viel Volumen, beispielsweise Brokkoli, Salat, Blumenkohl, Bohnen und so weiter und so fort. Oder auch natürlich unbehandeltes Fleisch, wie zum Beispiel Hähnchen oder ein Steak und so weiter und so fort. Dann schaltet das in deinem Körper automatisch dieses Hedonic Eating ab. Hedonic Eating bedeutet, ich kann so viel davon essen, wie ich mag. Schokolade zum Beispiel. Ja, und wenn man sich überlegt, dass eine Tafel Schokolade das Äquivalent von ungefähr 3,3 Kilo Brokkoli hat, dann versteht man das ganz schnell, weil, Echt? ja, oder Krass. 2,3. Auf jeden Fall, Ja. eine Tafel Schokolade schaffst du in unter 10 Minuten.
Ich schwöre dir, diese 3,3 Kilo Brokkoli, dafür schaffst du nicht mal einen Tag. Ja? Und genau das ist das Problem, dass man halt dieses Hedonic Eating und auch das Brot gehört dazu quasi. Da ist extrem viel Kalorie in diesem kleinen Stück Brot. Und wenn man sich darauf konzentriert, dass man das hier dein Teller ist quasi und die eine Hälfte aus Gemüse besteht oder Beeren und die andere Hälfte aus einer hochwertigen Proteinquelle, dann kannst du dieses Hedonic Eating niemals bekommen. Du wirst satt. Und du kannst auch sagen, komm, dann esse ich Kohlenhydrate, weil von der Kartoffel wirst du satt. Verarbeitetes Kohlenhydrat ist zum Beispiel ein Beispiel, das sind Nudeln. Davon kann ich deutlich mehr essen als im Kalorienverhältnis jetzt quasi, ne? Und diese goldene Regel sollte man behalten. Das heißt, so unverarbeitet wie möglich essen und die eine Hälfte aus hochwertigen Proteinen und die andere Hälfte aus Gemüse oder Beeren. Und so kannst du deinen kompletten Mealplan konzipieren, kannst dir ganz viele Freiheiten lassen. Bestes Beispiel, ich frühstücke morgen ein Skyr mit Blaubeeren. Ja, und die andere Hälfte oder mittags esse ich einen Salat mit Hähnchen. Super. Oder abends esse ich ein großes Steak mit Ofengemüse und hast alles abgehakt. Du kannst gebocktes Gemüse nehmen und so weiter und so fort. Wenn du das befolgst, wirst du in schnellster Zeit deinen Traumkörper erreichen, ohne viel drüber nachzudenken. Und es ist ja auch wirklich sowohl bei der Schokolade und dem Brot ist ja, glaube ich, Zucker am Ende, der dich so süchtig sozusagen und immer weiter essen lässt, wahrscheinlich, ne? Weil das ist auch das, was ich immer wieder beobachtet habe. Keine Ahnung, wenn du irgendwie nur anfängst, irgendwie ein Sandwich zu essen oder so, da habe ich immer das Gefühl, dass so ausgeknipst das Sättigungsgefühl vom Körper, dass man wirklich isst und isst und isst und plötzlich wieder in dieser Spirale ist und man gar nicht auffällt, dass man plötzlich über 1000 Kalorien in sich reingemampft hat, ne? Ja. Absolut. Es ist die Kombination aus Kohlenhydraten und Fetten tatsächlich. Ah, Und das ist ja. wenn man sich die Natur anschaut, ich kenne jetzt spontan kein Lebensmittel, was sowohl 50% als aus Fett und Kohlenhydraten besteht. Wenn man sich einen Donut anschaut, das ist für mich immer so das beste Beispiel, der besteht genau aus 50% aus Fett und aus Zucker. Und ey, ich kann davon echt viele essen. Und und das ist nämlich das Ding. Und es macht Klick und du sagst, fuck, ich kann nicht mehr. Anderes Beispiel ist hier Korean Fried Chicken. Das ist so mein Guilty Pleasure. Wenn ich das mal auf dem Tisch habe, da hast du super viel Zucker, super viel Fett ne, und durch die Marinade und da kannst du limitless essen. Genau das, was du meinst. Also wir Menschen haben uns das selber erschaffen, vielleicht auch aus der Kriegszeit und so weiter, dass man halt auf kleine Masse möglichst viele Kohlenhydrate hat. Und daher kommt, glaube ich, auch das Brot, weil durch Brot, wenn du viel Brot isst, dann hast du halt niemals Hunger und hast viele Kohlenhydrate drin, ist top. Und das bedeutet zusammengefasst, die meisten Leute essen eigentlich zu viel und dann noch das Falsche, ne? Genau. Weil sozusagen du viel zu viele Kalorien auf viel zu kleiner Dichte sozusagen hast. Keine Ahnung, wenn du einen Ganz Teller genau. Nudeln hast oder so, dann hast du ja zig, zack, irgendwie über 1000 Kalorien. Und wenn du dann noch am Rest des Tages noch irgendwie was essen willst, dann bist du ja ganz schnell drüber, ne? Ja. Ganz genau, richtig. Und hier an der Stelle muss man natürlich auch sagen, man kann sich von ungesunden Lebensmitteln auch gesund ernähren. So, bevor ich jetzt hier geblamed werde, ja. Hey, Johannes hat gesagt, ich darf keine Nudeln essen. Das stimmt so nicht. Solange du quasi in deinem Kalorienniveau bleibst, passt es natürlich auch. Da kannst du natürlich auch eine Nudel essen. Genauso wie du, es gibt ja auch ganz viele witzige Instagram-Videos mittlerweile, wie ich mich gesund ernähre. Genauso kannst du dich nämlich auch gesund ungesund ernähren. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise 10, 20 Avocados am Tag isst, wird es deinem Körper dadurch nicht besser gehen. ja, Oh, das ist gut, ja. ja, und genau das gleiche Beispiel, dass man halt so sagt, ich esse jetzt zum Beispiel Nüsse ganz viele für die gesunden Fette. Erstmal daran geschrieben, so viele gesunde Fette sind da gar nicht drin. Und um sozusagen, dass der Körper wirklich 1 Gramm DHA und EPA, was der Körper auch wirklich vertragen kann, Stimmt. konvertieren kann, müsstest du, was weiß ich, 4200 Kalorien am Tag essen. Und ich würde sagen, die meisten sind dann schon im Kalorienüberschuss. Ich habe irgendwann mal so eine Abnehmserie geguckt, irgendwie aus England, und da war auch irgendwie eine kräftigere Frau und die meint auch so, ey, ich kann einfach nicht abnehmen. Und dann sollte sie irgendwie so ein Journal machen und stand auch so Obstsalat und hat sie noch einen O-Saft getrunken und es sah alles so perfekt aus. Und dann hat der Typ aber mal reingezoomt und war so, ja, und wie groß ist das denn dann, ne? Und dann hat er Ja. morgens halt einfach so 1 Kilo Obstsalat gegessen. Und der meinte auch so, schwierig. Aber das ist genau das, was du sagst, dass man das natürlich auch irgendwie übertreiben kann und dann nicht funktionieren kann. Ne? Was ich spannend fände, ich muss sagen, ich habe das sehr radikal dann irgendwann gemacht. Also ich habe irgendwann beobachtet, dass man von vielen Sachen irgendwie gefühlt sehr abhängig ist und bin irgendwann in diesen Carnivore-Diet in Amerika irgendwie reingerutscht. Ne? Und dachte mir so, hey, hier in Spanien habe ich einen Grill, ist kein Problem, irgendwie beim Schlachter hier ganz gutes Fleisch zu bekommen. Ansonsten, keine Ahnung, Nudeln und Pizza hatte ich eh schon irgendwie vor, darauf zu verzichten, und sonst Brot habe ich auch einfach weggelassen.
Hab gesagt, ich lasse auch mal Kartoffeln und Reis weg, weil ich eh kein Riesenfan bin und mache irgendwie mittags mir Rühreier und abends mal mir ein Steak mit irgendwie Salat. Und das hat echt gut funktioniert, außer dass wirklich die ersten 2 bis 3 Wochen ganz schön hart waren. Ne? Man hatte wirklich das Gefühl, dass man dem Körper den Treibstoff entzogen hat, ne? Weil wirklich die Kohlenhydrate plötzlich weg waren. Und in den YouTube-Kommentaren stand halt ganz witzig so, ich war so, wann ist das vorbei? Ne? Also wann geht es mir irgendwie wieder besser, weil es mir wirklich dreckig ging. Und dann stand irgendwo, du weißt es, wenn du es weißt. Ne? Und ich weiß noch, irgendeinen Tag bin ich aufgewacht und war irgendwie so voller Energie und so klar auch irgendwie, dass ich dachte, okay, ich habe den Punkt irgendwie erreicht. Und das hat unglaublich gut für mich funktioniert, weil die Monate davor habe ich genau das, was du gesagt hast, so ein bisschen auch probiert. Ich versuche mich so zu drosseln, aber dann kommt man ganz schnell wieder in dieses, ein Stück Schokolade und zack, guckst du hin, ist die ganze Tafel wieder weg, ne? Also das ist nicht der Erfolgsgarant für jeden, aber das hat für mich sehr gut funktioniert. Was mich interessieren würde zu einer Frage, ich habe, glaube ich, relativ easy damit jetzt irgendwie 10 Kilo abgenommen, aber ich würde sagen, seit irgendwie 2 bis 3 Monaten irgendwie eine Seitwärtsbewegung. Obwohl ich nicht groß was an der Ernährung geändert habe und sogar noch Sport und auch Bewegung noch draufgepackt habe, ist es das dann so, keine Ahnung, der eine Tag am Wochenende, wo ich irgendwie zu viel esse und Mist esse? Ist es wirklich so, dass man da so konsequent sein muss? Wahrscheinlich, ne? Genau, du kannst dir vorstellen, dein Körper ist wie eine Bank, wie wir es zu Anfangs auch schon besprochen haben. Calories in, calories out. Das heißt, man darf es niemals immer pro Tag sehen. Also Ja, genau, das ist, glaube ich, der Fehler, ne? genau. Ein gesundes Essen wird dich niemals zum Abnehmen bringen, genauso wie dich ein schlechtes Essen niemals fett werden lässt. Und wenn du jetzt quasi sagst, okay, meine Baseline sind beispielsweise 2000 Kalorien, das heißt, ich darf 14.000 Kalorien über die Woche essen, esse dann die ganze Zeit 1800, aber am Sonntag, da feuer ich mir 4000 rein, dann bist du drüber. Und auf der Seitwärtsbewegung. Ne? Das bedeutet letzten Endes, hier ist das Einzige, was bringt, Kalorienrestriktion. Und vor allem, jetzt kommt's, es gibt ja sozusagen einmal die Kalorien, die du im Training verbrennst, einmal die Kalorien, die du außerhalb des Trainings verbrennst. Nennt sich NEAT. Und der NEAT, das ist eine fiese Bitch, kann man sagen, weil die Kalorien, die du außerhalb des Trainings verbrennst, reduzieren sich automatisch, wenn du abnimmst. Der Körper geht natürlich ein bisschen auf Sparflamme. Erstmal, du wirst weniger substanziell. Das heißt, du verlierst Körperfett. Du wirst leichter und dadurch verbrennst du weniger Kalorien. Das ist schon mal ein kleiner Teil. Der zweite Teil ist, du wirst langsamer. Ganz unterbewusst. Du tippelst weniger mit den Fingern, vielleicht. Du nimmst gern mal den Fahrstuhl aus Versehen, lieber als die Treppe. Du machst automatisch weniger Schritte. Und es gibt eine ganz interessante Studie zwischen Leuten, die sagen, ey, ich kann essen, was ich will. Ich nehme einfach nicht zu. Und ich gucke einen Apfel an und werde dicker. Die beiden hat man sozusagen in ein Labor reingesteckt und hat mal geguckt, okay, wie ist denn deren Bewegungsmuster? Ich gehöre eher zu letzterer Gruppe, also das heißt, ich gucke den Apfel an und werde dicker und bin langsamer. Das heißt, auch wenn ich jetzt gerade vielleicht schnell rede, ist es so, dass der Rest meines Körpers komplett still hier ist und das kann ich auch mehrere Stunden durchziehen. Meine Freundin beispielsweise, die, wenn ich mit der mal kuscheln will, die ist die ganze Zeit in Bewegung und so ist es sozusagen im Labor auch. Das heißt, die sozusagen essen können, was sie wollen, und die kann leider echt essen, was sie will. Die isst eine Pizza am Tag, das ist gar kein Thema. Und die bewegt sich aber so dermaßen viel, während ich einfach nur da sitze. Und Dann das ist hat es einen krassen absolut nichts Effekt. Genetisches, sondern wirklich so, wie viel du dich Wenig. auch im Alltag bewegst und Genau. so. Es ist Boah. sehr wenig genetisch. Also man spricht ja ungefähr von Diskrepanz von ca. 300 Kalorien. Klar, die Krass. zählen schon, aber zwischen den Jungs und Mädels, die sagen, ich kann essen, was ich will, und dem ist sozusagen eine Schilddrüse und so weiter und so fort, sind es roundabout 300 Kalorien, ja. Aber das hilft doch mal, dieses, dass man es bloß nicht auf Tagesbasis angucken sollte, weil dann ist man so, okay, ich habe doch jetzt 6 Tage irgendwie gut gemacht, ne? Und dann haust du irgendwie, keine Ahnung, Sonntag richtig rein und zerhagelst dir alles, was du die letzten 6 Tage irgendwie gut gemacht hast, ne? Ich glaube, ja, wenn ich da ganz ehrlich bin, glaube ich, war ich schon selbst beeindruckt von diesen 10 Kilo und bin vielleicht ein bisschen nachlässiger geworden in der Konsequenz und so. Aber den einen Punkt, den du gesagt hast, ist, das bedeutet, wenn man abnimmt sozusagen, dann geht auch der Grundverbrauch insgesamt wahrscheinlich ein bisschen runter. Ganz Runter, genau. Ja, genau. ne? Also das heißt genau mit dem gleich, also wenn du alles gleich lassen würdest, aber Ja. dann keine Ahnung, 10 Kilo weniger Wird wiegst, stagnieren. dann genau stagnierst du. Ja. Und jetzt zieh dir Okay. mal eine Gewichtsweste an mit 10 Kilo und lauf mal hier in Hamburg um die Alster. Du wirst komplett im Arsch sein. Du wirst schwitzen ohne Ende, also nur spazieren, weil diese 10 Kilo mehr sich irgendwann so dermaßen hart anfühlen. Aber das Coole ist, es gibt auch da wieder ganz viele N-gleich-1-Studien, die zeigen, und das ist mega, wenn du diese Gewichtsweste über den Tag verteilt trägst, nimmst du
unfassbar doller ab. Mehr ab, signifikant mehr ab. Das ist geil, weil dann signalisierst du natürlich deinem Körper, hey, ich bin wieder fett. Und dann sagt der Körper, alles klar, dann kann ich auch wieder mehr Kalorien verbrennen. Hey, das ist witzig, weil ich habe mir die gerade gekauft und habe wirklich Push-ups und Squats damit gemacht und war so, alter Schwede, das war mein vorheriges Ich. Was ist denn das für eine Scheißarbeit, ne? Also das 10 Kilo merkt man ja richtig krass schon. Aber das ist eine gute Idee, da kann man den Körper ein bisschen austricksen, ja. Genau. Was sagst du den Leuten? Ich glaube, den Tag, und das kennt ja jeder, ne? Keine Ahnung, bist bei der Familie eingeladen und haust bei der Torte irgendwie über die Stränge. Hast du irgendeine Regel oder so für den nächsten Tag? Also, man hört da ja auch, dass man im nächsten Tag irgendwie dann versucht, irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen länger zu fasten oder eine Mahlzeit kleiner zu essen oder so. Hast du da so Grundregeln für deine Kunden, wie man mit sowas gut umgeht? Ja, also erstmal das Timing ist die halbe Miete. Daniel Kahneman kennen bestimmt alle, dieses Thinking Klar. Fast and Slow. Und wir haben ja sozusagen zwei Systeme. Einmal das komplett emotionsgesteuerte System und Ja. einmal quasi das rational denkende System. Und man weiß auch mittlerweile, dass man am Anfang des Tages mehr rationaler denken kann, weil du halt noch mehr Energie hast. Ja? Das heißt, am Morgen sage ich, alles klar, heute bin ich bei Tante. Bei Tantchen und dann werde ich Schokolade essen oder und so weiter und so fort. Das heißt, ich plane mir meinen Tag. Sprich, ich weiß auch, dass ich gegen 19 Uhr sehr emotional handeln werde, weil ich schon sehr viele Entscheidungen getroffen habe und da meine Energie schon flöten gegangen ist. Sprich, ich trickse meinen Körper ein bisschen aus. Erstmal esse ich so wenig wie möglich vor dem Essen, was abends ansteht. Zweitens, ich gönne mir oder ich substituiere quasi mein Verlangen. Beispielsweise, ich habe Bock auf Schokolade. Bevor ich diesen Kuchen esse, trinke ich am besten Proteinshake. Warum? Ah. Leucin in den Proteinshake macht ähnliche Sachen mit deinem Körper, mit deinem Kopf, dass die Lust auf Schokolade sich schon mal halbiert hat. Empfehle ich übrigens auch jedem, der essen geht und am Brotkorb, wie ich nämlich zum Beispiel, auch nicht vorbeikommt, vorher einen Proteinshake trinken, da ist die Lust gleich weniger. Ja? Und egal, worauf du Lust hast, erstmal was vorscheiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist Und eine gute so. Regel. Ja, absolut. Die 1%-Methode, wie heißt sie auf Atomic Englisch? Habits, ne? Atomic Ja. Habits, da hat mich tatsächlich mir geklaut her, muss man sagen. Und zwar, der sagt auch sozusagen, bevor du beispielsweise das Verlangen nach Zigaretten hast, mach 15 Push-ups und du hast es weniger. Und genauso ist es mit Verlangen nach Süßigkeiten. Trink dir einen Proteinshake und das Verlangen wird weniger sein. Und du hast automatisch echt viel mehr Kalorien eingespart. So, das ist der Punkt davor. Der Punkt danach, ganz easy, so wie wir es schon besprochen haben, spare die Kalorien auch am nächsten Tag ein. Das heißt, halte dir bloß vor Augen, was du gegessen hast. Es gibt niemals diesen Moment, jetzt ist eh egal. Weil ich denke, das haben wir doch alle, ehrlich gesagt. Das, Ja, man auf hat jeden irgendwie, Fall, ja. man sagt sich, okay, heute werde ich ein Bier trinken und dann trinkst du drei und denkst, ach, fuck it, jetzt ist eh egal. Und dieses jetzt eh egal, das ist nämlich genau dieser Moment, wo man sagt, scheiße, ich bewege mich seitwärts. Weil ich habe doch nur Sonntag ein bisschen über die Stränge geschlagen. Wie viel, weiß aber keiner. Das heißt, das war jetzt keine Unterstellung. Ei, Aber ja. oftmals ist es das, dass man sagt, okay, Sonntags ist mein Cheat Day und die Kalorien werden ja eh nicht mehr aufgenommen nach 3000, 4000 Kalorien. Leider doch. Und genau das ist der Punkt. Das heißt, halte das vor Augen, wie viel Kuchen du gegessen hast und spar dir am nächsten Tag ein. Und dann Ja. wirst du niemals ein Problem haben. Und das ist, glaube ich, was, was man auch über die Zeit und über die Jahre irgendwie intuitiv dann macht, oder? Das ist doch was, worüber du wahrscheinlich nicht mehr groß nachdenken musst, oder? Ja, doch. Da leider Doch? doch. Ja, das ist ein Krass. Problem. Ja. Also ich kann ja eigentlich ziemlich genau zu jedem Lebensmittel, also was man so isst am Tag, die Kalorien sagen. Aber ich bescheiß mich trotzdem. Also das ist Das ist leider, bin schön ich zu hören, Mensch. ne? Ja, Ja. auch ein Profi, der es seit 14 Jahren macht, der bescheißt sich gerne trotzdem. Beispielsweise, wir haben bei uns im Büro, vielen Dank nochmal an Maxi Nutrition, haben wir eine riesengroße Box von Proteinriegeln, die fantastisch schmecken. Die haben trotzdem 200 Kalorien. Und immer, wenn man so eine stressige Stunde hatte oder sowas, dann greift man kurz in die Box und haut sich den rein. So, und diese 200 Kalorien werden pauschal immer ignoriert, weil dann wäre ich über meinem Kalorienniveau und das wäre blöd. Und das zum Beispiel, das bin ich. Also auch mit dem Wissen, dass ich das habe, ich track die nicht. Und auch wenn ich sozusagen rückwirkend eigentlich genau weiß, wie viel Kalorien ich gegessen habe, werden diese Kalorien ignoriert von mir. Und das ist ein gefährliches Ding. Das heißt, na klar, das herrscht natürlich auch noch, dass man diese Kalorien ignoriert. Und das ist halt der Mensch. So ist man halt. Und auch ganz geil, wenn ich meine Kunden immer frage, und was hast du gegessen? Dann ist es immer so rückwirkend. Also man sagt, ja, ich habe einen Salat gegessen.
Mit Schnitzel, Ja. mit Pommes und zwei Bier dazu. Genau, also es wird halt ignoriert und da muss man halt aufpassen. Genau, also es hört niemals auf. Geil. Das ist aber so schön zu hören, weil ich habe mal irgendwann so einen Typen verfolgt, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt in Amerika, irgendwie so Marathon, Langläufer, Ultramarathon und so. Und der hat wirklich so 100 Meilenläufe und so gemacht hat, ne? Und du siehst den in Videos immer nur laufen, 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 laufen und hast mal ja, dieses Bild bekommen, dass das so der perfekte Typ ist. Und dann hat er aber mal so ehrlich gesagt, dass er jeden Morgen vor diesen Laufstuhlen steht und sich davor drückt, da einzusteigen, ne? Und ich fand das so sympathisch, weil ich glaube, man häufig immer so Leute sieht, auch keine Ahnung, dich sieht und denkt, krass, Johannes hat bestimmt alles im Griff, ne? Der geht ins Gym, der ernährt sich immer perfekt. Und ich finde das immer so sympathisch, wenn die Leute dann sagen, am Arsch, ne? Ich struggle genauso damit, wenn die, keine Ahnung, Proteinriegel im Büro rumstehen. Ich greife da auch immer rein, weil es einfach zeigt, dass selbst wenn man das alles 14 Jahre irgendwie gehört hat und gelebt hat, dass man trotzdem innerlich damit kämpft, ne? Und dass es einfach ein Teil davon ist, der dazugehört, ne? Ja, das ist cool zu hören, dass das dir da ähnlich geht. Und sag mal, wie siehst du denn Sport? Also ich muss wirklich sagen, das hört sich jetzt banal vielleicht an, aber das hat mir so die Augen geöffnet, dass ich immer gedacht habe, Sport macht 80% aus, um abzunehmen und Ernährung 20%. Und irgendwann ist mir klar geworden, ich weiß gar nicht wodurch, dass ich es völlig falsch rum hatte. Na, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, krass, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Monat komplett anders ernährt und ich habe einfach 2 Kilo abgenommen und war so, okay, ich habe nicht mal verrückt irgendwie anders Sport gemacht. Na, wie siehst du denn da eigentlich das Verhältnis und was macht ihr vielleicht auch mit euren Kunden dann so sporttechnisch, dass die irgendwie ihre Ziele erreichen? Ich würde sagen, wie ein BWLer das immer beantworten würde, es kommt immer drauf an. Gute Antwort, ja. Ja, nee, also das Ding ist ja, wenn du, genau, du hast zu 100% recht. Isst du weniger, als du verbrauchst, nimmst du ab. Nur die Frage ist, wie? Wie siehst du denn am Ende aus, wenn du keinen Sport machst? Das heißt, und das ist immer ein ganz, ganz Dann wird wichtiger man ein Faktor. Lauch, ja. Genau, ja, das ist auch scheiße. Ja, und das, genau, und sowohl bei Frauen als auch bei Männern, ist sozusagen am Anfang immer so ein Moment, ja, so ein Aha-Moment. Okay, klar, beim Sport selber verbrenne ich vielleicht 300 Kalorien, wenn er gut ist. Also Krafttraining. Nach hinten raus verbrenne ich auch mehr Kalorien. Also Nachbrenneffekt habe ich auch, weil der Körper mit den Muskelaufbauprozessen zugange ist oder Reparaturprozessen. Und das ist aber nicht viel. Das sind 500 Kalorien. Und klar, du hast auch mehr Hunger, wenn du Krafttraining machst. Ist Fakt. Aber letzten Endes entscheidest du, theoretisch kannst du auch jeden Tag nur einen Donut essen, so wirst du abnehmen. Aber dann wirst du letzten Endes auch wie ein Donut aussehen. Das heißt, wenn dir die Proteine fehlen, wenn dir die gesunden Fette fehlen, dann wirst du krank. Ja? Und dein Immunsystem wird schlechter und dann hast du auch weniger Bock am Sport und wirst lethargischer und so weiter und so fort. Das heißt, du musst deinem Körper natürlich alles geben, was er braucht. Alle Mikronährstoffe, die er braucht, alle wichtigen Makronährstoffe, die er braucht, um High-Performer zu sein, um alles zu geben. Und dann ist das der Sport sozusagen, was dafür sorgt, dass du mehr Muskulatur hast. Ja, die Muskulatur verbrennt dann natürlich in Aktivität auch mehr Kalorien, ein bisschen. Aber letzten Endes auch, dass du den Look hast, den du dir eigentlich auch erhoffst. So, du willst ja nicht einfach nur dünn sein, sondern du würdest ja auch gern einen guten, ausgeprägten Arm haben oder eine Bauchmuskulatur sichtbar haben. Und wenn du gar keine Muskeln hast am Bauch, dann wirst du auch kein Sixpack haben. Haben Sie das nicht auch irgendwie in Studien belegt, dass sozusagen Muskeln super wichtig sind im Alter? Also, dass einer Brutal. der wichtigsten Faktoren ist, irgendwie da vernünftig Muskelaufbau betrieben zu haben? Das fand ich halt sehr, sehr spannend. Ja. Super, super spannend. Ja, die Studie ist so ein bisschen. Wurde jetzt auch nochmal ganz geil, habe ich in der Instagram-Werbung gesehen. Und zwar, die Studie hieß Grip Strength. Ich habe es selbst richtig, hoffe, so richtig aussprechen. Das heißt, die Griffkraft. Ja? Und je stärker die Griffkraft ist, desto länger die Lebenserwartung. So, was haben die bei Instagram gemacht? Die haben jetzt diese Handtrainer verkauft und gesagt, tu was zu deiner Langlebigkeit. Das ist natürlich Bullshit, weil letzten Endes wurde damit natürlich determiniert, dass du stärker wirst. Also je stärker du bist, die Griffkraft kommt natürlich vom Hanteltraining, jetzt nicht von diesen blöden Dingern. Das heißt, einfach Ein von der paar anderen Seite Marketierchen haben angepackt. sich da wieder ausgetobt, Ja. wa? Ja. Ja, und es gibt auch Kunden, die mich darauf ansprechen, witzigerweise. Crazy. Ja, deshalb funktioniert es natürlich, ja. Genau, auf jeden Fall, so läuft's. Je stärker du bist oder je mehr Krafttraining du machst, da passiert so dermaßen viel in deinem Körper. Und jetzt kommt's, das ist das krasseste Learning.
Eine Stunde pro Woche Krafttraining reicht aus, um alle Gesundheitsparameter, um länger zu leben, nach oben zu stellen. Krass, so Voll gut. wenig. So Das ist wenig. wirklich So. voll gut. Das heißt, Ja. wenn du sagst, oh, ich bin ein Loser, weil ich nur einmal ins Gym gehe, reicht aus, um länger zu leben. Und das ist schon mal ein geiles Learning für alle, die jetzt sagen, ey, ich will länger leben, ich will bessere Performance haben. Da es reicht eine Stunde aus, um alle Parameter auf grün zu schalten. Das ist schon mal cool. Hey, das ist wirklich cool. Ich habe das auch, keine Ahnung, ich bin da am Experimentieren und da, glaube ich, kannst du auch vielleicht mal ein bisschen was erzählen, was ihr so an Übungen sozusagen macht. Ich war hier in meinem Fitnessstudio und habe irgendwie, keine Ahnung, die Klassiker gemacht, irgendwie Brust und Bizeps und Trizeps und ein bisschen Bauch und ein bisschen Beine. Und habe jetzt aber gedacht, ich will irgendwas zu Hause machen, habe mir ein paar Kettlebells geholt und habe jetzt irgendwie so Kettlebell-Trainings irgendwie angefangen. Würde sowas auch funktionieren? Weil meine Hypothese war natürlich, das kann ich irgendwie zu Hause machen. Würde das reichen oder kommt man da irgendwie an Grenzen, weil man schon irgendwie, keine Ahnung, beim Bankdrücken alles ausreizen muss? Genau. Also du musst an dein Muskelversagen ran. Das ist wichtig. Okay, es ist gut, Nah dass du ans das sagst. Muskelversagen. Ja. Und dementsprechend, wenn man sagt, ich mach mein Workout von, keine Ahnung, in YouTube-Star XY, mach das genau nach. Entweder bist du vielleicht sogar schon viel zu gut dafür und kommst nicht ans Muskelversagen oder halt zu schlecht und verletzt dich dabei. Beides nicht gut. Letzten Endes ist dann sozusagen ein Fitnessstudio, ein Gym oder ein Health Club das probateste Mittel, um genau dein individuelles Muskelversagen zu bestimmen. Und genau Klar. das brauchst du letzten Endes auch, um all diese gewünschten Effekte zu erzielen. Ja. Wie tracke ich das denn, dass ich am Ende am nächsten Tag Muskelkater habe oder woran merke Nee. ich das? Muskelkater ist eine hinreichende, aber keine notwendige Bedingung. Das heißt, letzten Endes, wenn du beispielsweise Liegestütze machst und sagst, fuck, ich komme nicht mehr hoch. So, und auch wenn ich dir Schläge drohen würde und du trotzdem nicht mehr hochkommst, dann ist das Ach, bis Muskelversagen. dahin muss ich sozusagen. Genau. Ja, Bis okay, dahin ab wenn musst ich du. bin, dann bin ich noch ein bisschen entfernt, ja. Aber genau, das ist quasi das Ziel. Und es ist wie ein Marathonläufer, der für einen Marathon trainiert. Wenn der einmal immer nur um sein Haus läuft, wird er nicht besser für den Marathon. Sondern der muss Ah, du musst quasi, in die Grenzen sozusagen genau. gehen. Genau, du musst Oh, eine da habe ich auch progressive so ein. Überlastung schaffen. Und das sozusagen da auch, wo die Magie passiert, weil ansonsten, wenn du nur in dem Bereich unterwegs bist, in dem du unterwegs bist, Passiert wächst nicht das viel. nicht. Genau. Ah, okay, das ist spannend. Und Genau. das ist, glaube ich, auch das Schwierige, wenn man, was weiß ich, alleine trainiert. Und ich glaube, das würde auch sehr für euer Konzept sprechen, dass man sich selten dahin pusht, wo es irgendwie Exakt. richtig unangenehm wird, ne? Also, keine Ahnung, gibt bestimmt irgendwelche Fitness-Junkies, die das können. Ich wäre weit weg Ja. davon. Ich würde immer so, ah, das reicht jetzt auch, ne? Ja. Woher willst du es denn wissen, ist die Frage, ob das das Muskelversagen war oder nicht, ne? Genau. Ja, aber genau, das sehe ich auch so und da stehe ich auch komplett hinter. Ja. Ja. Hey, das ist aber gut zu hören, weil das sozusagen gebe ich dir recht, weil sonst sieht es aus wirklich wie ein Lauch oder wie ein Donut, ne, wenn man den Sport nicht dazu packt. Ne. Wie ist es denn mit Schlaf? Ich glaube, das ist ja auch etwas, wo der Konsens mittlerweile sehr eindeutig ist, wie wichtig Schlaf ist. Hast du da nicht noch irgendwie so eine coole Beispiel sozusagen mitgebracht? Hast du das noch im Kopf, was auch Schlafentzug und so bedeutet, wenn man unter der Ja. Woche irgendwie nur 6 Stunden schläft, am Wochenende das wieder kompensiert, wie fatal Ja. das auch ist? Ja. Genau, zwei Gruppen. Beide waren in der Kalorienrestriktion. Also beide haben weniger gegessen, als sie verbraucht haben. Die eine Gruppe durfte von Montag bis Freitag 5 Stunden schlafen und Samstag, Sonntag ein bisschen länger. 2 Stunden kompensieren mehr. Die andere Gruppe straight 8. Und beide haben gleich viel verloren. Also beide haben gleich viel Gewicht verloren. Jetzt kommt es nämlich wieder mit dem Lifestyle. Beide haben gleich viel Gewicht verloren. Aber Gruppe 1, die halt auf Schlafentzug war, hat wesentlich mehr Muskeln verloren als Fett. Und die Gruppe, die sozusagen nicht auf Schlafentzug war, sondern ihre 8 Stunden hatte, hat wesentlich mehr Fett verloren und nahezu keine Muskeln. Also ungefähr eine 80-20 und eine 70-30-Mischung. Und das ist crazy, weil wenn du überlegst, okay, es ist eine lediglich Lifestyle-Intervention, einfach meine 8 Stunden Schlaf zu haben und automatisch nehme ich das Richtige ab, ist ja schon mal cool. Und auch die Leute, die kenne ich auch viele, die immer sagen, fuck, ich baue keine Muskeln auf. Und ich so, ja, wie viel hast du geschlafen? Ja, gestern 4 Stunden, heute 5. Und das gibt's tatsächlich bei mir. Das ist Wahnsinn. Und ich Im denke mir, ey, wie Ernst? schaffst du das? Ja, wenn ich 4 Stunden geschlafen habe, dann fange ich an zu weinen. Und das ist kein Witz. Also ich bin Ich richtig wirklich, da würde weinerlich. ich nicht mal vor die Tür gehen. Ja. Ja, genau. Und für die Krass. ist das halt Daily Business. Also gerade so, ich habe ganz viele Programmierer bei mir und so weiter und so fort, die sagen, ja, ich glaube, ich brauche nicht mehr. Und das ist auch witzig, weil
Man hat da auch mal eine Studie gemacht mit Leuten, die Schlafentzug hatten und hat dann quasi subjektives Empfinden befragt und die meinten, ich bin top, also ausgeschlafen, voll funktionsfähig. Dann hat man einen Test gemacht und hat gesehen, dass die definitiv nicht voll funktionsfähig waren. Das heißt, die Meinst du, subjektive man merkt Wahrnehmung, das irgendwann nicht mehr? ja, die subjektive Wahrnehmung unterscheidet sich maßlos von der objektiven Wahrnehmung in Tests. Das ist Wahnsinn. Ja. Krass. Also an alle selbsternannten High-Performer, die sagen, ich brauche nur 3, 4 Stunden Schlaf, das stimmt nicht. Vielleicht, ja. Aber das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil manchen Leuten habe ich das Gefühl, sieht man das auch immer an, dass sie irgendwie nicht ausgeschlafen sind, ne? Ja. Und das zeigt ja, wie fatal das eigentlich, glaube ich, auch für den Körper ist, wenn der nicht seine 8 Stunden irgendwie bekommt, ne? Was sind denn da Tipps, Genau. wenn Leute schlecht schlafen? Weil das ist ja auch recht gängig geworden mittlerweile, ne? Ja. Ja, Handy auslassen. Also jetzt zähle ich mal alle Sachen, die auf die ich immer mache und deswegen auch schlecht aktuell schlafe. TikTok, ja. nee, das nicht, aber ich als Personal Trainer hast du ja ganz viel Kundenkontakt und das heißt, jetzt gerade, wo ich den Herzclub aufgebaut habe, habe ich ja extrem viel quasi schon am Mann zu tun und dann mache ich ja, 20 Uhr sozusagen, gehe ich dann nach Hause und dann fange ich aber an, mit den ganzen Leuten zu schreiben und das sorgt dafür, dass mein Schlaf echt schlecht wird. Also das heißt, gerade dieses Licht vom Bildschirm, auch wenn da sozusagen jetzt so eine Filterfunktion vom iPhone drin ist, sorgt einfach dafür, dass ich nervöser bin und einfach die Melatoninproduktion aufhört, so ein bisschen zu schalten. Und gleichzeitig Cortisol hochfährt, was man unbedingt braucht, also Stresshormon, morgens, aber nicht abends. Dann ne, natürlich wieder im Voraus planen, dass man da hinten raus weniger Stress hat. Genau, dann Vitamin D am Morgen nehmen ist gut, Magnesium ist eine super Sache. Jetzt gibt es immer das große Problem mit dem Thema Durchschlafen tatsächlich, was ich immer höre. Dazu gibt es noch kein Nahrungsergänzungsmittel, was wirklich was bringt. Da haben sich aber schon ein paar dran probiert, Ich ne? weiß, genau, also so ein Ja. Time-Release, Melatonin und so weiter und so fort. Ja. Also das, es gibt eine super Seite, wenn man da mal ein bisschen mehr forschen möchte, nennt sich Examen. Die macht unabhängige Studien, beziehungsweise labelt immer, falls das Ding jetzt subventioniert wurde, durch den Magnesiumhersteller XY und so weiter und so fort. Und die haben herausgefunden, dass das Einzige zum Durchschlafen der Geruch von Lavendel ist. Im Finde Ernst? ich, ja, find ich ziemlich cheesy. Ha! Habe mich auch Geil. gegen gewehrt. Also wenn es so schlimm wird, irgendwann werde ich es vielleicht mal machen. Ist mir auch Ja. fast ein bisschen peinlich, so hier zu erzählen, aber das war das Einzige, was ich mal, weil ich einmal einen Vortrag machen sollte, quasi über Thema Schlaf. Und da kamen halt ganz viele Fragen, wie schaffe ich denn durchzuschlafen? Ich habe Examen gefragt und das war das Einzige, was Im einen kleinen Ernst? positiven Effekt hatte, Hä, nimmt man das nicht auch Lavendelkissen. gegen Motten im Kleiderschrank? Ja, Ja, ne? guck mal, Kann man zwei noch Fliegen mit so. einer Klatsche. Ja, wirklich, kannst du ein Päckchen machen. Zu Hause ist es auch nicht der Duft, den man unbedingt nachts. Ja, es riecht Ja. immer ein bisschen nach alter Oma. Ja. Ja. Ansonsten gibt es da ein cooles Stack von Andrew Huberman. Das alles ist noch nicht wirklich bewiesen, aber das ist quasi Glycin, Magnesiumtrionat, das ist sozusagen so eine spezielle Verbindung. Und dann noch 4, 5 andere Sachen. Genau, aber das war sozusagen die Ja. Sachen. Genau, Und das war Inositol. sozusagen sein Versuch, um durchzuschlafen. Genau, richtig. Inositol, GABA war das noch. Oh, jetzt muss ich auch in den Schrank gucken. Aber genau, das waren sozusagen seine proven Supplements. Hey, was würdest du denn jemandem empfehlen? Weil das ist tatsächlich mir gerade in den Phasen, wo ich irgendwie sehr schnell abgenommen habe, immer wieder passiert, dass ich nachts nicht mehr schlafen konnte, weil ich so einen Hunger hatte. Na? Und ich glaube, das ist halt fatal, wenn du dann an den Kühlschrank gehst oder so und dir irgendwas reinziehst, na, was irgendwie in Griffweite ist. Was würdest du denn da jemandem empfehlen, was man da macht? Sauerkraut, saure Gurken. Hab Im ich Ernst? ernsthaft, ja. Sauerkraut, saure Gurken ist Geil. mein Go-To. Ein Proteinshake geht immer. Ja. Genau, hau dir was rein, was nicht so lecker schmeckt und nicht so viel Kalorien hat. Also immer das Gleiche quasi. Aber genau, also bei mir ist tatsächlich, ich habe immer griffbereit in meinem Kühlschrank, weil ich bin nämlich auch so, wenn ich nach Hause komme, muss ich was essen. Egal, ob meine Freundin mir was zu essen gemacht hat oder nicht, das muss ich sofort. Und ich leere einfach eine Dose saure Gurken. Hat auch keine Health Benefits oder irgendwas, aber es schmeckt so lecker und macht mich glücklich und hat nahezu keine Kalorien. Genauso wie Sauerkraut, haust dir rein, da wird gar nichts passieren. Ja. Hey, das ist gut zu hören. Und zur aller Not sozusagen stimmt, ein Shake ist dann immer noch besser als irgendeinen anderen Mist irgendwie sich zu schnappen, ne? 100 Kalorien. Ein Shake hat 100 Kalorien. Ne? Und mega.
Das geht. Sag mal, du hast schon so ein bisschen angedeutet, ne? Vitamin D am Morgen. Was sind so Supplements, die irgendwie Sinn machen? Bin ja sehr hellhörig geworden bei Vitamin, nee, beim Vitamin und bei Omega-3 vor allem, ne? Voll. Da habe ich jetzt zugelangt. Da meintest du ja auch, dass man da ein bisschen mehr nehmen kann, als auf der Verpackung steht, ne? Genau. Vitamin D, 4000, 5000 Einheiten. Hatten wir auch im Vortrag einmal besprochen, das ist ein Rechenfehler von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dass sie einfach nur Null vergessen haben. Genau, also würde ich auch weiterhin Crazy. machen. Also 4 bis 5.000 Einheiten Vitamin D und K sind super. 2 Gramm EPA und DHA, also ungefähr 5, 6 Gramm Omega-3 Kapseln hätte ich genommen. Genau, das muss man Was würdest du denn sozusagen. jemandem sagen, der sagt, da steht, oh Gott, nimm niemals mehr als nur eine auf der Verpackung? Na, nimm halt eine und guck, was passiert. Oder nimm halt Nee. 5 bis 6 und guck, was passiert. Ja, genau. Beziehungsweise, nee, das Coole ist ja, wieder zurück zu Examen, da wurden die ganzen Studien gemacht und da wurde ja sozusagen physiologische Wirkung auch ja, herausgefunden. Und das Coole ist, ich zeige dir einfach die Seite, die Studienlage und wenn man das dann da sieht, dann ist es ganz cool. Ich glaube, für Personal Trainer ist es echt ein krasser Benefit, wenn man Studien lesen kann, weil dann kann man es einfach super erklären. Genau. Also das bedeutet genau, also Omega-3 kann ich irgendwie 5, 6 Kapseln am Tag nehmen, dann nehme ich noch Vitamin D, das sind Tropfen häufig, ne? Oder gibt es das auch als Tablette? Genau. Nö, genau. Gibt es auch in sozusagen Kombipaketen und so weiter, aber Was mit genau. solchen Sachen wie Kreatin? Top. Es gibt keinen Grund, es nicht zu nehmen. Es ist niemals ungesund. Letzten Endes hat es sozusagen signifikante Vorteile für Leute, die alt sind, weil sozusagen das Gehirn auch mehr ATP braucht. Also es geht sozusagen hier um ATP-Konvertierung und so weiter. Und dadurch hast du mehr Energie in deinem Gehirn verfügbar durch das Kreatin. Gerade auch für Veganer, weil Kreatin ist viel im roten Fleisch drin oder nur. Und Veganer haben kein rotes Fleisch. Dementsprechend da Benefit, klar, auf jeden Fall. Und natürlich auch für die Leute, die jetzt nicht mehr als 800 Gramm rotes, oder nicht, ja, nicht mehr als 800 Gramm Fleisch, rotes Fleisch am Tag essen, ist Kreatin total sinnvoll. Und wenn man zu viel davon nimmt, dann wird es der Körper ausscheiden. Sorgt dafür, dass man einmal einen höheren Querschnitt in der Muskulatur hat. Also Wasser wird in der Muskulatur abgelagert. Die Muskelzellen können Wasser einlagern. Hat nichts damit zu tun, dass man dadurch dicker wird oder aufschwemmt oder sowas. Alles gut. Aber genau, Kreatin hat eigentlich nur Vorteile. Und auch die Haare werden davon einem nicht ausfallen. Stimmt, das ist immer so die größte Ja. Sorge, die mal gegoogelt wird, ne? Man wird dick und die Ausfallkreatin. Haare fallen aus. Nope. Das ist Gibt es es noch nicht. irgendwas, was du empfiehlst, oder sind das so die 2 bis 3 Sachen, die Genau. sinnvoll sind? Ja, also Magnesium ist super, Vitamin D, Omega-3. Da machst du schon mehr als die meisten. Und das ist sozusagen, da kann man, glaube ich, auch mit einer Schrotflintentaktik ran, weil hier in Deutschland hast du eigentlich prinzipiell immer zu wenig davon. Ja, das stimmt. Was empfiehlst du denn bei Magnesium? Wie viel Gramm? 200 Ja, Milligramm. 200 Milligramm. Das Ja, packe ich das irgendwie reicht in mir. Wasser rein oder was ist das, so ein Löffel Ja, wahrscheinlich? ich habe hier die von Andrew Huberman. Das sind Magnesium 3 und 8, auch wenn es wissenschaftlich nicht proven ist, aber Magnesium ist Magnesium, meines Erachtens danach. Und die Verbindung letzten Endes entscheidet fast immer nur darum, wie langsam es aufgenommen wird, wie gut es aufgenommen wird und so weiter. Nee, nicht mal wie gut, sondern eigentlich wie schnell es aufgenommen wird. Genau, dementsprechend Magnesium 200 Milligramm machst du gar nichts falsch mit. Spannend, weil das sozusagen, ja, glaube ich, beschäftigt man sich auch, wenn man da nicht irgendwie tagtäglich mit berührt ist, relativ wenig mit solchen Themen, ne? Und ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Was ist denn irgendwie bei den Leuten, mit denen du auch zusammenarbeitest, wo wollen die denn sozusagen hin? Ist es wirklich dieses Lebensverlängernde oder ist es wirklich, dass sie sagen, hey, ich will ein paar Kilo runterbekommen, bin irgendwie happy damit? Weil ich muss sagen, mich hat sehr angefixt. Ich habe irgendwann mal die Aussage gehört, ich weiß nicht, ob es ein Marketing-Stunt war oder nicht, dass man ab über 15% Körperfett als Mann Östrogene mehr hat als sonst und dass man drunter unter 15% das nicht mehr so viel hat. Und damit hat man mich irgendwie bekommen, dass ich immer versuche, auf diese 15% zu kommen, wo ich noch ein bisschen Mega. weit entfernt von bin. Ne? Okay. Ist eine Mischung aus Form meines Lebens bekommen. Und tatsächlich einfach, also meistens ist es, fängt es immer an, ich will beschwerdefrei sein, also keine Schmerzen mehr haben. Ich will mich wieder normal bewegen können, ohne irgendwie Rückenschmerzen zu haben und so weiter. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe Form ihres Lebens. Und normalerweise wird die Gruppe 1 immer dann auch zur Gruppe 2. Also, Ah, das ist sozusagen so ein Entwicklungsprozess wahrscheinlich, ne? Erstmal Beschwerden loswerden und dann genau. sozusagen, wie kann ich so fit wie möglich werden? Und da die Beschwerden sehr, sehr schnell los, also die schwinden sehr, sehr schnell,
Ist auch ehrlich gesagt keine Zauberheilung, die ich da mache. Tatsächlich ist einfach Bewegung das Wichtigste bei allen Verletzungen, die man machen kann. Ach, krass. Also die richtige Bewegung natürlich. Und es geht so schnell, dass man seine Rückenschmerzen verliert, seine ja, Schulterprobleme Ach, verliert es und ist so dann weiter. meistens wirklich zu viel Gesitze und zu wenig Bewegung. Zu viel Inaktivität, ja. Also das, Krass. die Krankheit Nummer 1 ist immer Rückenschmerz quasi. Und was heißt auch immer sozusagen, dass Sitzen das neue Rauchen ist und so weiter. So stimmt das auch gar nicht. Du musst nur so oft wie möglich deine Sitzposition verändern. Ah, Und so ein bisschen wie dadurch, im Stuhl. genau. Also sei kein Johannes und bleib nicht 3 Stunden lang so sitzen, sondern versuch dich die ganze Zeit zu bewegen. Und das ist sozusagen das Wichtigste. Also Bewegung ist King, egal in welcher Form. Und deswegen ist auch das Kettlebell Workout eine super gesunde Sache für den Anfang. Ja? Genau. Aber wenn man quasi sagt, okay, ich möchte Muskulatur aufbauen, möchte, dass sich da mehr passiert, dann braucht man die progressive Überlastung. Das ist ein guter Punkt. Stimmt, was ich noch gedacht habe, in klein vielleicht auf der Zielgerade, was mich interessieren würde. Ich habe das Gefühl, gerade rotes Fleisch wurde so ein bisschen dämonisiert in den letzten Jahren irgendwie. Na, also keine Ahnung, als ich meiner Mutter erzählt habe, dass sie jetzt jeden Tag Fleisch esse, ist sie gefühlt hinübergefallen und meinte so, Gott, ja, da kriegst du Herzinfarkt von. Na, und keine Ahnung, denk an deine Cholesterinwerte. Kannst du da noch irgendwas zu sagen? Weil da hat sich ja auch studientechnisch was getan, oder? Absolut, ja. Gut, also hier ist natürlich auch so ein bisschen, bin ich auch selber biased, weil ich einfach rotes Fleisch liebe. Und dann nennt man das Ganze, Wird glaube ich, so ein dabei bisschen Cherry. examined nicht ganz genauso Ja, geguckt. Ja. nein, genau, also liebe rotes Fleisch, muss man so sagen. Und hatte natürlich auch Angst. Und dann will man natürlich alles ganz genau prüfen. So. Und es gibt ja diese China-Study, dass man sagt, rotes Fleisch macht Krebs. Hier muss man einfach beachten, dass das eine Korrelationsstudie ist. Das heißt, Ereignis A und Ereignis B treten beide auf bei der Untersuchung einer Gruppe. Aber es ist keine Kausalität. Das heißt, Also nicht wie, durch was weiß rotes ich, Fleisch. Lottospieler haben, trinken alle Wasser, aber ist, Genau, haben weil alle sie Wasser Haare. trinken, gewinnen sie nicht im Lotto. Ja. Richtig, ganz genau. So, und jetzt muss man natürlich gucken, und das steht auch in der Studie drin, dass es natürlich auf die Art und Weise des Fleisches drauf ankommt. Das heißt, welche Gruppe Menschen isst denn am meisten rotes Fleisch? Wenn man sich das mal guckt, die Weltbevölkerung, dann ist es einfach der burgeressende Typ. So, und der burgeressende Typ isst auch eher an der Zigarette und am Bier und schläft weniger als die Veganerin, die am Sonntag Yoga macht und einmal um die Und an Alster der joggt und Karotte so weiter und so lutscht. fort. Genau, das heißt, es hat ganz viel mit Lifestyle zu tun und das kannst du in so einer Studie gar nicht wirklich abbilden. So, es gibt einen Forscher, der hat gesagt, okay, fuck it, ich probiere es jetzt mal. Ich mache den Robert, ja, und esse von morgens bis abends nur rotes Fleisch und hat es ein Jahr lang durchgezogen. Und tatsächlich wurden alle Gesundheitsparameter besser. Also Cholesterinwerte wurden besser und so weiter und so fort. Und wenn man sich auch überlegt bei der Ernährung, what's in it for me, hat ja Fleisch auch eigentlich alles drin, was du brauchst, an Mikronährstoffen außer Magnesium. Und man muss halt darauf achten, woher das Fleisch kommt. Also sollte kein Fair. Burger sein, Also nicht ja, bei es sollte McDonald's, ne? genau, und es sollte auf jeden Fall auf der Weide sein und glücklich sein und genau und viel Gras essen und keine Pellets, so gesehen. Durch das Futter Aber wird ich ganz finde, viel es macht ja auch beeinflusst. Sinn, ne? Wenn du in, es wird ja immer noch darüber diskutiert, dass unser Mensch und Hirn und so alles wie vor 10.000 Jahren ist. Was wären wir denn irgendwie für Wesen, wenn wir nicht irgendwie hauptsächlich von Fleisch leben könnten, ne? Also ich glaube nicht, dass die Leute sich früher eine Tafel Schokolade in der Steinzeit gezogen haben oder ein Sandwich, ne? Sondern es gab halt irgendwie, behaupte ich, nicht viel anders, dass man da links und rechts ein paar Beeren und ein paar Früchte gegessen hat, fair enough, ne? Aber das muss ja auf dieser Grundlage irgendwie funktioniert haben. Und es gibt ja genug Lebewesen, keine Ahnung, Löwe ist wahrscheinlich seit Jahrtausenden irgendwie nur Fleisch, ne, und wird wahrscheinlich nie was anderes essen, ne? Und ich habe das Gefühl, das hat mir Sinn gemacht und es freut mich, aber dass mittlerweile auch irgendwie die Studienlage ist irgendwie bestätigt. Weil ansonsten schlittert man natürlich immer rein und denkt sich so, keine Ahnung, was ist, wenn man das jetzt 10 Jahre durchzieht und das einem irgendwie auf die Füße fällt, ne? Genauso wie mit diesem, Absolut. stimmt, das muss man mal sagen, mit diesem Fisch, da ist ja mittlerweile so viel rausgekommen, ne? Zu Thunfisch und Lachs, dass da so viel, was ist da drin? Quecksilber Ja, oder so? genau. Also letzten Endes ist ja so, früher war Fisch einfach mega, super, super gut. Und mittlerweile hat er einfach viel Umweltbelastung. Und durch die Umweltbelastung ist es halt so, dass der leider nicht mehr so cool ist oder so bedenkenlos essbar ist, wie man halt, ja.
früher gedacht hat. Das ist Genau. wirklich, ja, das muss man mal gehört haben, ne? Weil ich habe da Ja. Leute, keine Ahnung, Tony Robbins war, glaube ich, so ein Beispiel, der wäre da, glaube ich, mal fast abgenippelt von, weil der irgendwie Ja. immer so Thunfischsalat gegessen hat und dann ist das irgendwie zu viel geworden und Ja. der da fast die Grätsche, glaube ich, gemacht, hat er mal Ja. erzählt. Ja. Und da denkt man, man tut seinem Körper Gutes und dann schaufelt man das Zeug irgendwie in sich rein und das kriegt man, baut man ja auch irgendwie nicht so schnell wieder ab, ne? Das ist ja dann irgendwie im Körper und dauert. Ja. Johannes, dann kann ich ja beruhigt mein Fleisch und meine Eier weiteressen und ab und zu Ja, ein von mir aus bisschen ja. Gemüse einstreuen. Ne? Absolut. Mit viel Gemüse, dann muss das ja hinten raus gut funktionieren. Erzähl noch mal was zum Health Club. Ne? Wo in Hamburg? Vielleicht auch mit diesem Lunch-Konzept ist eine coole Sache. Und wie sieht das aus, wenn ich nächstes Jahr in Hamburg bin? Ne? Gibt es da noch Plätze, dass man da Ich hoffe, spontan dabei hoffe. sein kann? Oder wie sieht das aus? Ja, also wir versuchen auf jeden Fall nächstes Jahr langsam schon ein zweites Ding aufzumachen. Mehr will ich Ja, nicht verraten, aber geil. auf jeden Fall ist das geplant. Und genau, das Ganze ist ja sozusagen für Unternehmer ausgerichtet. Und sind sozusagen zu den ganzen Gastronomen hingegangen und zu den Gastronomen hingegangen. Und das Ding ist, wir haben sozusagen mit den Küchen auch mal besprochen, haben gesagt, hey, dein Essen hat circa 500 bis 900 Kalorien mehr, wenn du es kochst. Und dann haben wir erstmal sozusagen aufgeklärt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kohlenhydraten und Kalorien. Und haben mit denen quasi das Essenskonzept etabliert und die finden es auch total geil. Und haben ganz viele Restaurantspartner jetzt, die ein Essen anbieten, was unter 500 Kalorien hat, insgesamt mindestens 50 Gramm Eiweiß und dadurch halt extrem lange satt hält und ja, jedem dazu befähigt, sein Ziel zu erreichen. Das ist ein Genau. absoluter Geniestreich. Was war denn das Verkaufsargument, das die gesagt haben, die machen das? Also, was waren die denn gedanklich gesagt, hey, das nehmen wir in unsere Karte auf? Ja, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich einfach immer der Essen war und immer dicker wurde und langsam die ganzen Gastronomen als meine Freunde hatte und gesagt habe, Ah, komm, das ist ihr müsst clever. mir helfen. Ja, Also ich will hier abnehmen und weiter ja, bei euch Geld lassen. Ja, letzten macht mal Endes war es, was. glaube ich, ein Freundschaftsdienst, vor allem Ja. von meinem Freund Hannes Schröder, von Küchenfreunden, der sozusagen der Leuchtturm der ganzen Geschichte war und genau, und dann alle anderen mitgezogen hat. Aber da rennst du ja offene Tür an ein bei vielen. Ne? Wie viele Leute suchen immer nach einer halbwegs gesunden Ja, Alternative in no Restaurants und da gibt es ja chance, nie ja. was, ne? Nix, nada. Ne? Ja. Und wenn das auf der Karte ist, dann glaube ich, tun sich die Restaurants auch einen Riesengefallen damit. Ne? Hey Genau. Johannes, vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn ich nächstes Jahr Super wieder in gerne. Hamburg bin, dann werde ich auf jeden Fall anklopfen. Ich hoffe, ihr habt da Immer vielleicht herzlich noch einen willkommen. Platz übrig. Ne? Auf jeden Alle Fall. Leute, die vielleicht da Interesse an deinem Thema entwickelt haben, wo sollen die sich bestenfalls bei dir melden? Bei Instagram, bei LinkedIn oder wo erreicht man dich am besten? LinkedIn ist super, Instagram ist mega, wir sind überall sozusagen, ja, haben überall unsere Kanäle offen. Oder einfach vorbeikommen im Mittelweg 41B in Hamburg. Perfekt. Vielen Dank dir, mein Top. Lieber. Danke auch, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön.